Ein Spezialist für Biowaffen, tödlich verwundet mitten auf einem Gehweg in Manhattan. Sein Tod bleibt rätselhaft. Es soll Selbstmord gewesen sein. Doch stimmt das? Todbringende Geheimnisse ranken sich um die Karriere des Mannes. Die Verhöre waren außerordentlich brutal. Was er wusste, war brisant. Die CIA hat alles getan, um sein Wissen geheim zu halten. Wurden ihm seine Forschungen zum Verhängnis oder musste er sterben, weil er zu viel wusste? Würde man einen Wissenschaftler zum Schweigen bringen, wenn er ein Sicherheitsrisiko darstellt? Viele behaupten, auf jeden Fall. Manhattan in den frühen Morgenstunden des 28. November 1953. Die Stadt schläft noch. Und ein Wissenschaftler liegt im Sterben. Er lag rücklings auf dem Gehweg. Er blutete aus Ohren, Augen, Nase und Mund. Der Nachtportier des Hotels lief zu ihm. Der Sterbende schien ihm etwas sagen zu wollen. Doch er konnte keine Worte mehr formulieren. Der Biochemiker Dr. Frank Olson ist 10 Stockwerke tief auf den Gehweg vor dem Hotel Statler gestürzt. Die Frage ist, war es Selbstmord, Mord oder ein Unfall? Für die Behörden ist die Sachlage eindeutig. Sie gehen von Selbstmord aus. Doch stimmt das? So vieles ist noch unklar. Seine Familie glaubt das nicht. Mein Ehemann ist nicht freiwillig gegangen. Die Hintergründe seines Todes wurden vertuscht. Seine Familie ist sicher, dass Olson zum Schweigen gebracht wurde, um Enthüllungen eines geheimen Biowaffenprogramms zu verhindern. Jetzt werden die Ermittlungen in dem Fall wieder aufgenommen. Der Enthüllungsjournalist Hank Alberelli hat tausende bislang vertrauliche Unterlagen des Falles gesichtet. Das ist ein sehr wichtiges Dokument mit dem Briefkopf des Weißen Hauses. Auch er glaubt nicht an Selbstmord. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass er Selbstmord begehen wollte. Der ehemalige New Yorker Staatsanwalt Steve Sirico war im Laufe seiner Karriere mit 200 Mordfällen betraut. Er ist der Meinung, dass hinter Olsons Tod ein Komplott steckt, das bis ganz nach oben reichen könnte. Höchste Regierungskreise könnten an der Ermordung des Wissenschaftlers beteiligt gewesen sein. Das vermeintliche Komplott nimmt seinen Anfang im Jahr 1950 in einem streng geheimen Labor des US-Militärs, in dem Dr. Frank Olson an Bakterien forscht. Vor seinem Tod arbeitete er in Fort Detrick, ein biochemischer Standort der amerikanischen Armee. Freunde und Arbeitskollegen schätzen den jungen Mann. Frank war ziemlich wild und sehr direkt. Er nahm gerne einen Drink, war Offizier der Army und ein Familienmensch. Frank Olsons Arbeit ist streng geheim. Jetzt kommen jedoch Unterlagen ans Licht, die belegen, dass er an einem geheimen Projekt des Militärs beteiligt ist. Der Herstellung von tödlichen Biowaffen zum Zweck der bakteriologischen Kriegsführung. Er arbeitete für die Division Spezielle Operationen. Das ist die geheimste Abteilung in Fort Detrick. Sein Forschungsgebiet ist die Optimierung der Dispersion der Bakterien. Olson beschäftigt sich hauptsächlich mit der optimalen Verteilung von Bakterien.
Bei einem Experiment werden Freiwillige des Militärs solchen Bakterien in Aerosolform ausgesetzt. Jeder Proband kommt in Kontakt mit einer genau festgelegten Menge. Was dann passiert, bleibt geheim. Es heißt aber, die Auswirkungen seien nicht von Dauer. Bald schon sind die Männer wieder wohlauf. Doch bakteriologische Kriegsführung wird nicht nur im Labor getestet. Auch in abgelegenen Wüstengebieten werden Freiwillige und Tiere Bakterien ausgesetzt. Nach dem Einatmen der ansteckenden Organismen zeigen sich bald die für die Krankheit typischen Symptome. Die Tests finden auch im städtischen Raum statt, ohne die Öffentlichkeit zu informieren. Diese Unterlagen der amerikanischen Marine betreffen einen Test in der Bucht von San Francisco im Jahr 1950. Die Zivilbevölkerung wusste nichts von diesem Test. Von einem Marinezerstörer werden zwei Bakterienstämme in Windrichtung freigesetzt. Ein Patient mit einer sehr seltenen Reaktion auf eine biologische Infektion machte die Ärzte eines Krankenhauses fassungslos. Innerhalb einer Woche werden noch 11 weitere Personen mit unbekannten Infektionen in Krankenhäuser eingewiesen. Ein Patient stirbt. 25 Jahre bleibt die Ursache hierfür im Verborgenen. Dann werden vertrauliche Unterlagen öffentlich. Dieses Dokument belegt die Beteiligung von Dr. Frank Olson. Dr. Olson und seine Kollegen waren Teil des Ganzen. Zu der Zeit wurden viele militärische Versuche durchgeführt. Getestet wurde dabei so ziemlich jede chemische und biologische Substanz, die man sich vorstellen kann. Zehn Jahre lang studiert Alberelli Dr. Olsons Arbeit. Auf der Suche nach Hinweisen, die seinen Tod erklären könnten. Dabei stößt er auf Unterlagen, die Olson mit einem weiteren fragwürdigen Projekt in Verbindung bringen, diesmal im Auftrag der CIA. Das Projekt Artischocke. Es war streng geheim. Ort und Zeit von Projekt Artischocke: Deutschland 1951. Zielsetzung: die Entwicklung einer besonderen Verhörtechnik. Die Testpersonen: deutsche Kriegsgefangene und russische Spione. Diese Verhöre waren außerordentlich brutal. Die CIA-Agenten arbeiten mit Einschüchterung, Isolation und Drogen. Einige sollen diese Verhöre nicht überlebt haben. Projekt Artischocke umfasste extreme, manchmal sogar tödliche Verhöre. Im Grunde ging es um Verhörtechniken, doch die CIA benutzte dafür den Begriff tödliche Experimente, denn nach deren Abschluss musste man die Testpersonen loswerden. Manche dieser Techniken waren schlichtweg Folter. Anfangs nutzte man eine Vielzahl an Drogen, Heroin, Aufputsch- und Beruhigungsmittel, Barbiturate und andere Stimulantien. Was Frank Olson beobachtet, traumatisiert ihn zutiefst. Er war der Meinung, dass diese Experimente mit Gefangenen unethisch seien. Waren es diese Erfahrungen, die Olson in den Selbstmord trieben? Die Suche nach Antworten führt Steve Sirico an den Ort, an dem das Unheil seinen Lauf nahm. Zimmer 1018a. Irgendwie unheimlich, ich bin zum ersten Mal hier.
Dr. Olsen soll sich durch das geschlossene Fenster gestürzt haben, auf den 10 Stockwerke darunter befindlichen Gehweg. Wenn man hier steht, fragt man sich, wie hat er das wohl gemacht? Die Größe des Fensters und die Position des Heizkörpers sind seit 1953 unverändert. Warum stürzt sich ein Selbstmörder durch ein geschlossenes Fenster, statt es vor dem Sprung zu öffnen? Ich schätze, es ist fast 3 Meter hoch und 1,80 breit. Und dann der Heizkörper. Und über den durch das Fenster zu springen, muss man ja Superman sein. Was könnte noch passiert sein? Wollten mächtige Unbekannte den Wissenschaftler loswerden? Es sind mehrere Motive denkbar. Olsen kannte viele düstere Geheimnisse des Kalten Krieges. Er hat für das Militär und die CIA gearbeitet. Würde man ihn loswerden wollen, wenn er ein Sicherheitsrisiko darstellt? Viele behaupten, auf jeden Fall. Falls es Selbstmord war, will Sirico herausfinden, wie alles abgelaufen ist. Er muss Anlauf genommen haben, um sich mit ausreichender Geschwindigkeit durch das geschlossene Fenster zu katapultieren. Also, dort ist das Fenster. Er öffnet es nicht. Er stellt sich mit dem Rücken zur Tür und läuft los. Knapp 6 Meter stehen Dr. Olsen für den Anlauf zur Verfügung. Berechnungen zeigen, dass er fast 50 Stundenkilometer schnell gewesen sein muss, schneller als ein olympischer Sprinter, um dann im Sprung einen Höhenunterschied von beinahe 80 Zentimeter zu überwinden und sich zu ducken, um den Fenstertrenner in 1,78 Meter Höhe zu verfehlen. Steve Sirico zweifelt an diesem Ablauf. Dr. Olsen war ziemlich stattlich. Er war 1,89 groß und wog knapp 100 Kilo. Und er war kein Athlet. Aber das hätte er sein müssen, um so schnell anzulaufen und sich über den Heizkörper durch das Fenster zu katapultieren. Ein Selbstmord auf diese Art wäre schwierig. Doch für den Selbstmord gibt es einen Zeugen. Als die Polizei im Hotelzimmer 1018A eintrifft, stellt sie fest, dass Dr. Olsen nicht alleine war. Der andere Mann stellte sich als Robert Vern Lashbrook vor. Lashbrook ist ein Wissenschaftler der CIA. Er sagt, er habe sich mit Dr. Olsen das Zimmer geteilt. Die Polizei wollte von Lashbrook wissen, was geschehen war. Lashbrook antwortete, er habe geschlafen und sei von zerbrechendem Glas wach geworden. Er habe das Licht eingeschaltet, aus dem Fenster geschaut und Olsen auf dem Gehweg liegen sehen. Die beiden Polizeibeamten fanden Lashbrooks Verhalten sehr verdächtig. Sie fragten, wenn das auf dem Gehweg ihr Freund ist, warum sind sie nicht zu ihm gerannt? Seine Antwort war, nun, ich nahm an, die Polizei würde gleich kommen. Also beschloss ich, hier zu warten. Das ist nicht die Antwort, die man von jemandem erwarten würde, dessen Freund gerade aus dem 10. Stockwerk in den Tod gesprungen ist. Noch verdächtiger ist ein Telefongespräch, das ein Mitarbeiter des Hotels mitbekommt. Etwa zu dem Zeitpunkt, als Olsen gesprungen ist, wurde aus dem Hotelzimmer ein Anruf registriert. Es war Lashbrooks Stimme. Er sagte, er ist weg. Und jemand antwortete, schade, das tut mir leid.
Der plötzliche Tod von Dr. Frank Olson schockiert vor allem seine Ehefrau und die drei Kinder. 1953 hat man seiner Familie erzählt, Dr. Olson sei psychisch labil gewesen. Man habe ihn nach New York gebracht und versucht, ihm zu helfen. Letztendlich habe man den Selbstmord aber nicht verhindern können. Alice Olson weiß, dass ihr Ehemann berufliche Sorgen hat, über die er nicht reden wollte. Doch die Nachricht von seinem Selbstmord überrumpelt sie völlig. Alice hatte nichts in dieser Richtung bemerkt. Sie wusste, dass ihren Mann irgendetwas belastet, aber dass er sich umgebracht hat, daran hat sie nie geglaubt. Trotz der mysteriösen Todesumstände wird nur eine oberflächliche Autopsie durchgeführt. Wegen der erheblichen Verletzungen im Gesicht überzeugt man die Familie, sich die Leiche nicht anzusehen. Dr. Frank Olson wurde in Frederick, Maryland beigesetzt. Dann geriet der Fall in Vergessenheit. Niemand sprach darüber. Und niemand äußerte damals den Verdacht, es habe irgendwelche Fremdeinwirkungen gegeben. Zu dieser Zeit wusste auch niemand, mit was sich der Wissenschaftler beruflich beschäftigt hatte. Das hat nun der Enthüllungsjournalist H.P. Alberelli herausgefunden. Seine Erkenntnisse erhärten die Zweifel der Familie. Er glaubt, Olsons Tod sei auf die Arbeit mit einer ganz bestimmten Droge zurückzuführen. Olson hat für die CIA geheime Experimente durchgeführt, bei denen Versuchspersonen Lysergsäure-Diethylamid verabreicht wurde, LSD. LSD ist ein Präparat, hergestellt aus einem Pilz namens Mutterkorn, der auf Getreide, zum Beispiel Roggen, wächst. Auf dessen psychoaktive Eigenschaften wurde 1943 erstmals der Schweizer Chemiker Albert Hofmann aufmerksam. Bei seiner Arbeit mit der Droge bemerkte er an sich seltsame psychische Symptome. Er beschrieb sie als traumähnlich und sie machten ihn neugierig. LSD löst Halluzinationen aus, wegen seiner Wirkung auf den Neurotransmitter Serotonin. Diese Chemikalie reguliert eine ganze Reihe wichtiger Funktionen im Gehirn, darunter auch die Wahrnehmung, außerdem Gefühle und Stimmung. LSD übernimmt das ganze System und vernetzt das Gehirn intensiver. Doch diese gesteigerte Vernetzung erschwert die Fokussierung auf einzelne Zielsetzungen. Anfang der 1950er Jahre wird das US-Militär auf LSD aufmerksam. Und man beschließt, es an den eigenen Truppen zu testen. Die Auswirkungen von Psychochemikalien auf Menschen sind von besonderem Interesse. Dieses zuvor als geheim eingestufte Filmmaterial zeigt einen solchen Test. Vor dem Test sind die Soldaten gewohnt diszipliniert. Die Bewegungen der Soldaten sind zackig und präzise. Dann erhalten die Freiwilligen eine geringe Dosis LSD, verabreicht in ihrem Café. Nach der Einnahme von LSD wird aus Disziplin Chaos. Die Soldaten können ihren Lachimpuls nicht unterdrücken. Mit Disziplin hat das nichts mehr zu tun. Das ursprüngliche Interesse an LSD als Waffe galt der Vermeidung von Todesfällen. Man wollte es als Spray verwenden und den Gegner damit schwächen. Sie sind nun verwirrt, irrational und unkontrollierbar. Würde man die Trinkwasserversorgung einer großen Stadt mit LSD versetzen, könnte man die betroffene Bevölkerung für eine lange Zeit ausschalten. Das Militär war an einer Möglichkeit interessiert, Krieg ohne Tote zu führen, indem man das Denken des Gegners und damit sein Verhalten verändert.
Das war auf mehreren Ebenen vielversprechend. Also wurden viel Zeit, Geld und Mühe für die Erforschung einer Chemikalie investiert, die Psyche und Verhalten entsprechend dieser Zielsetzung verändern würde. Die CIA sieht in LSD auch ein Hilfsmittel bei Vernehmungen. Man wollte ein Wahrheitsserum entwickeln, um deutsche und japanische Kriegsgefangene zu verhören. Unter dem Einfluss von LSD ist es tendenziell wahrscheinlicher, dass die Gefangenen Informationen preisgeben, die für den Verhörenden von Interesse sind. Doch die Zielsetzungen dieser Forschung gehen noch weiter. Kontrolle über Gedanken, Kontrolle über Wertesysteme. Für bestimmte Aufträge könnte man so zum Beispiel Attentäter heranzüchten. ...1953 münden diese Forschungen in einem CIA-Projekt namens MK-Ultra. Das Ziel? Gedankenkontrolle. Die Versuchspersonen? Ahnungslose amerikanische Zivilisten, Krankenhauspatienten und Gefängnisinsassen. MK-Ultra war ethisch absolut fragwürdig, denn häufig wurden die Drogen ohne Vorankündigung verabreicht. Leiter des Projekts MK-Ultra ist Dr. Sidney Gottlieb. An seiner Seite ist der Wissenschaftler Robert Lashbrook, der in der Todesnacht von Dr. Olson anwesend gewesen ist. Die Patienten haben sich die Droge gegenseitig verabreicht, manche freiwillig, um zu sehen, wie sie wirkt. Lange vor Timothy Leary, dem Sommer der Liebe oder den Beatles, verabreichten Lashbrook und Sid Gottlieb im Hauptquartier der CIA Trips. Der Enthüllungsjournalist Alberelli wittert eine Verbindung zwischen diesem Projekt und dem Tod von Dr. Olson. 5.600 Kilometer entfernt, in einer französischen Gemeinde, leiden hunderte Menschen an starken Halluzinationen. Es gab eine Massenhysterie. Zwischen 35 und 50 Menschen mussten in Nervenkliniken untergebracht werden. 5 oder 6 starben an einem Tag. In den frühen 1950er Jahren ist der Wissenschaftler Dr. Frank Olson im Auftrag der CIA und des Militärs häufig in Europa unterwegs. Im November 1953 wird er tot vor dem Hotel Statler aufgefunden. Der Enthüllungsjournalist Hank Alberelli sieht eine Verbindung zwischen der Arbeit Olsons in Europa und der Massenhysterie in der abgelegenen französischen Ortschaft Pont-Saint-Esprit. Dort kam es zu einer ganzen Reihe haarsträubender Verhaltensauffälligkeiten. Eine groteske Vergiftungswelle, psychotisches Verhalten. Am Morgen des 15. August drehen hunderte Dorfbewohner plötzlich durch und werden gewalttätig, ohne ersichtlichen Grund. Ein kleiner Junge versuchte, seine Mutter zu ermorden. Ein Mann dachte, sein Magen sei voller Schlangen. Zwischen 35 und 50 Menschen wurden in eine Nervenklinik in Marseille gebracht. 5 oder 6 Menschen haben sich an diesem Tag wohl umgebracht. Die damalige Erklärung: kontaminiertes Brot. Es gab auch die Theorie einer massenweisen Vergiftung mit Mutterkorn. Mutterkorn ist ein Pilz. Bei Einnahme verursacht er chemische Veränderungen im Gehirn und Wahnvorstellungen. Doch es ist kein Mutterkorn im Brot gefunden worden.
Vielmehr heißt es, dass es sich bei der Verunreinigung um Lysergsäure-Diethylamid, also LSD, handelt. Die brisante Schlussfolgerung? Bei den Geschehnissen handelt es sich um eine geheime Versuchsreihe mit LSD unter Federführung des Militärs und der CIA. In den 1950er Jahren war die CIA sehr daran interessiert, welchen Einfluss chemische oder biologische Wirkstoffe auf Menschen haben. Ein vertraulicher Bericht aus dem Jahr 1954, der 2004 im Rahmen des Freedom of Information Act veröffentlicht worden ist, dokumentiert dieses Interesse der CIA. Alberelli vermutet, dass die CIA bereits 3 Jahre zuvor die Wirkung von LSD getestet hat. In Pensant-Esprit. Viele Spezialisten sind der Meinung, flüssiges LSD wurde auf Brot geträufelt. Ziel des Experiments war es, die unmittelbaren Auswirkungen von LSD in der Bevölkerung eines ganzen Dorfs oder einer ganzen Stadt zu untersuchen. Die amerikanische Regierung hat eine Beteiligung niemals eingeräumt. Dr. Olsons Reisepass dokumentiert, dass er in den frühen 1950er Jahren mehrmals nach Frankreich gereist ist. Und Alberelli ist auf eine direkte Verbindung zu den Ereignissen in Pensant-Esprit gestoßen. Dieses Dokument mit dem Briefkopf des Weißen Hauses führt jeden auf, der an der Angelegenheit in Pensant-Esprit beteiligt war. Aber hängt auch der Tod von Dr. Olson mit den Geheimnissen von Pensant-Esprit zusammen? 40 Jahre bleibt die Familie im Ungewissen. 1994 erringt sie dann einen entscheidenden Sieg vor Gericht. Dr. Olsons Leiche wird autopsiert. Kommt damit die Wahrheit ans Licht? Es gibt Vermutungen, dass Olson von der CIA ermordet wurde, um weiterhin ein tödliches Geheimnis zu bewahren. Viele Begleitumstände des Todes meines Vaters sind noch ungeklärt. 40 Jahre hat die Familie sich geweigert, an einen Selbstmord zu glauben. Sie sind überzeugt, dass Frank Olson sterben musste, weil er seine Arbeit für das Militär und die CIA öffentlich machen wollte. Ich bin überzeugt, dass der Tod meines Ehemanns kein Freiwilliger war. Sie setzen sich dafür ein, dass alle Unterlagen bezüglich seines Todes freigegeben werden. Doch die Regierung könnte etwas mit dem Fall zu tun haben. Die amerikanische Regierung und die CIA versuchten alles, um das Geheimnis zu bewahren. 1994 bleibt der Familie nur noch eine Hoffnung. Sie wendet sich an die Regierung von Maryland, um Frank Olsons Leiche exhumieren zu lassen, und ist erfolgreich. 1994 wird die Leiche exhumiert. Dr. Olsons Leiche wurde vor dem Begräbnis einbalsamiert, was die Verwesung verzögert. Sofort fällt den Pathologen etwas Ungewöhnliches auf. 1953 hatte man der Familie vom Anblick der Leiche abgeraten, wegen der Entstellungen. Aber das stimmte nicht. Laut Aussagen der Behörden war Dr. Olsons Gesicht durch das gesplitterte Fenster furchtbar entstellt. Doch die Autopsie kommt zu einem anderen Ergebnis. Frank Olson hatte keine Verletzungen im Gesicht wie bei einem Sturz durch eine Fensterscheibe. Auch die Pathologin Catherine Maloney findet das Fehlen von Schnittwunden ungewöhnlich. Ein Sprung durch eine Glasscheibe würde mit Sicherheit zu einer Vielzahl von Schnittverletzungen führen. Das Fehlen von Schnittverletzungen könnte bedeuten, dass es nicht Dr. Olson war, der das Fenster zerschmettert hat, und dass es vielleicht vor dem Sturz passiert ist. Hat jemand anderes das Fenster zerschmettert und Olsons Leiche hinausgeworfen? Laut Autopsie wäre das eine Möglichkeit.
Dr. Olson hatte ein subgaleatisches Hämatom, hier über dem linken Auge. Ein Hämatom ist nichts anderes als ein blauer Fleck. Eine der Theorien besagt, Dr. Olson habe durch einen Sprung durch ein geschlossenes Glasfenster Selbstmord begangen. Dann wäre er mit dieser Stelle des Schädels auf die Fensterscheibe getroffen. Das ist möglich, aber ich denke, dann wären die Verletzungen schwerwiegender ausgefallen. Dann wäre es zu einem Schädelbruch oder Schnittverletzungen gekommen. Eine plausiblere Erklärung für das Hämatom wäre ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Ein Hämatom wäre eine geläufige Verletzung für jemanden, der geschlagen wurde. Einige der Pathologen kommen nach der Exhumierung zu einem ähnlichen Ergebnis. Man kam zu dem Schluss, dass das Hämatom durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand verursacht worden war und der Körper anschließend aus dem Fenster geworfen wurde. Die forensische Untersuchung geht nicht von Selbstmord, sondern von Mord aus. An einem Mann, der die dunklen Geheimnisse der USA kennt. Bakteriologische Versuche in der Bucht von San Francisco. Brutale Verhöre in Deutschland. Und ein vermeintliches LSD-Experiment in Frankreich. Wie hätte die CIA reagiert, hätte Dr. Olson damit gedroht, alles öffentlich zu machen? Gut möglich, dass man ihn ermordet hätte, um dies zu verhindern. Die Anhänger der Mordtheorie behaupten, dass die CIA bereits in der Woche vor Olsons Tod Vorbereitungen getroffen hat, um den Wissenschaftler zum Schweigen zu bringen. Hier steht, man habe Dr. Olson LSD verabreicht. "1953. Dr. Frank Olson plagen Gewissensbisse wegen der Experimente, die er im Auftrag des Militärs und der CIA durchgeführt hat. Der Name seiner Versuchsreihe Projekt Artischocke. Dr. Olson hat versucht, alles hinter sich zu lassen. Gegenüber Freunden und Nachbarn hat er erwähnt, damit aufhören zu wollen. Für die Verantwortlichen des geheimen Biowaffenprojekts wird Dr. Olson damit zunehmend zu einer Bedrohung. Es war sehr, sehr schwierig, sich aus den Projekten in Fort Detrick zurückzuziehen. Am 18. November wird Dr. Olson zu einem Haus am Deep Creek Lake in Maryland beordert. Stanley Gottlieb, der Leiter von MKUltra und der CIA-Wissenschaftler Robert Lashbrook erwarten ihn. Gottlieb und Lashbrook versuchten, der Sache auf den Grund zu gehen. Warum fiel es Frank Olson so schwer, den Mund zu halten? Das Treffen beginnt freundschaftlich. Hat man Dr. Olson eine Falle gestellt? Dr. Olson war nicht ganz bei sich. Er fühlte sich seltsam. Dieses Dokument lässt keinen Zweifel daran, dass man Olson bei dem Treffen LSD verabreicht hat. Unwissentlich schluckt der Wissenschaftler seine eigene Droge. Mit dem Verhör beginnt die Wirkung einzusetzen. Trotzdem gelingt es Olson, eine Drohung auszusprechen. Würde man ihn nicht gehen lassen, würde er einige sehr sensible Dinge verraten. Und eines davon wäre Pont Saint-Esprit. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Es war klar, dass man sein Schweigen eventuell erzwingen würde. Ein Spiel, das ihn das Leben kosten könnte. Allein Pont Saint-Esprit war ein Geheimnis, für das man töten würde. Kurz nach dem Treffen am Deep Creek Lake begleitet Lashbrook Dr. Olson zu einem Psychiater in Manhattan. Er wird in eine Nervenklinik überwiesen, Chestnut Lodge. Für die CIA eine perfekte und langfristige Lösung.
Chestnut Lodge war ein sehr renommiertes Krankenhaus, in dem viele CIA-Mitarbeiter nach einer psychologischen Krise oder einem Zusammenbruch unterkamen. Hätte man Olson nach Chestnut Lodge eingeliefert, wäre er dort wohl nie wieder rausgekommen. Am Abend vor seiner Einlieferung checkt Dr. Olson im Hotel Statler ein. Er teilt sich Zimmer 1018A mit Lashbrook, der ihn überwachen soll. Doch den nächsten Tag wird Olson nicht mehr erleben. Was geschieht vor Olsons Tod um 2.30 Uhr nachts? Ändert Lashbrook eigenmächtig den Plan und bringt Frank Olson zum Schweigen? Steve Sirico bezweifelt das. Ein Mensch, der über 1,80 groß ist und um sein Leben kämpft? Ich denke, damit scheidet Lashbrook als Mörder aus. Er war Wissenschaftler, kein Muskelprotz. Vielleicht hat er jemanden ins Zimmer gelassen. Oder zwei Personen, die sich darum gekümmert haben. Laut Abarellis Recherche und den Gesprächen, die er mit anonymen CIA-Kontakten geführt hat, muss es so gewesen sein. Ich habe Jahre untersucht, was in dieser Nacht im Zimmer 1018A wirklich passiert ist. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Olson aus dem Fenster geworfen wurde. Von zwei Typen, die zu dieser Zeit für die CIA arbeiteten. Sie hießen Pierre Lafitte und François Spirito. François Spirito und Pierre Lafitte sind Ganoven, die von der CIA angeheuert wurden. Sie waren im November 1953 bei Frank Olson im Zimmer. Nach jahrelangen Nachforschungen glaubt Abarelli zu wissen, was in dieser Nacht geschehen ist. Spirito und Lafitte betreten Olsons Hotelzimmer, um ihn wie geplant in die Chestnut Lodge zu bringen. Doch der Einsatz läuft schief. Olson wehrt sich. Es kommt zu einem Kampf und Dr. Frank Olson stürzt aus dem Fenster. Die Beweislage, dass Lafitte und Spirito Olson aus dem Fenster warfen, ist überwältigend. Die Hinweise stammen aus sehr zuverlässigen CIA-Quellen. Man sagte mir, die Tatsache, dass Olson sich wehrte, führte zu der Entscheidung, was soll's, werfen wir ihn aus dem Fenster. Jahrzehntelange Zweifel bezüglich Dr. Olsons Selbstmord scheinen nun ausgeräumt. Der Wissenschaftler ist wohl nicht freiwillig gesprungen. Doch handelte es sich wirklich um eine fehlgeschlagene Mission, wie es Alberelli annimmt? Oder war es ein vorsätzliches Attentat? Die Ergebnisse der Autopsie von 1994 und die Unterlagen, die im Rahmen des Freedom Information Act zugänglich gemacht wurden, belegen, was Dr. Olsons Familie die ganze Zeit geahnt hat. Dieser CIA-Bericht von 1953 ist eine Anleitung zum Mord und liest sich wie ein Drehbuch zu den tödlichen Ereignissen im Hotel Statler. Das effizienteste Attentat ist ein Sturz aus mindestens 23 Metern Höhe. Es muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass keine Verletzungen entstehen, die nicht mit dem Sturz in Verbindung gebracht werden können. Ist der Tod von Dr. Frank Olson ein Paradebeispiel für einen Mord, getarnt als Selbstmord? Mit Lashbrook als falschem Zeugen? Tritt der Attentäter unmittelbar nach seiner Tat als entsetzter Zeuge auf, sind keine Alibis oder Widerrufe notwendig. Das trifft den Nagel auf den Kopf. War es nicht genau so? Der CIA-Bericht. Das Geheimnis von Pont Saint-Esprit. Das Fehlen von Schnittverletzungen im Gesicht. Das Hämatom. Die Beweislage legt nahe, dass Dr. Olsons Tod kein Selbstmord und kein Unfall war, sondern Mord. Ich denke, jemand hat das Fenster zerschmettert und ihn rausgeworfen. Dr. Frank Olsons offizielle Todesursache wurde den neuen Erkenntnissen angepasst. Der Leiter der Gerichtsmedizin hat die Einstufung von 1953 korrigiert. Aus
Selbstmord wurde Todesursache unbekannt. Polizeiuntersuchung dauert an. Steve Sirico ist überzeugt, dass es Gründe gab, Dr. Olson zu ermorden. Doch es fehlen weiterhin eindeutige Beweise, um den Todesfall als Mord zu behandeln. Ganz sicher gibt es ein Motiv dafür, dass Olson von seinen eigenen Leuten getötet wurde. Er arbeitete in Fort Detrick an einem streng geheimen Projekt zur bakteriologischen Kriegsführung. Nachdem die CIA ihm selbst LSD verabreicht hatte, wurde schnell klar, dass er ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellte. That he was a potential security risk. Doch so viele Jahre nach dem tödlichen Fenstersturz ist es unwahrscheinlich, dass die ganze Wahrheit jemals ans Licht kommt. Ich denke, es ist unmöglich, diesen Fall noch zu lösen. Niemand, der damit vertraut wäre, arbeitet noch bei der CIA. Was heute noch rätselhaft ist, wird wohl für immer rätselhaft bleiben. Falls die CIA der Meinung war, Dr. Olson könnte wertvolle Informationen weitergeben, wäre es möglich, dass man ihn prophylaktisch getötet hat. Es gibt nicht nur einen verdächtigen Aspekt an diesem Fall. Es gibt eine ganze Reihe davon, die an Selbstmord zweifeln lassen. Die Geschehnisse im Hotelzimmer, die Anleitung zum Mord und Gründe, warum man ihn tot sehen wollte. Aufgrund dessen, was wir heute wissen, scheint es sehr wahrscheinlich, dass Dr. Olson ermordet wurde. Und zwar von den Leuten, die ihn hätten schützen sollen. Was bleibt, ist die Vermutung, dass Dr. Frank Olson getötet wurde, weil er einfach zu viel wusste.